Steck mal das rein. Aua! What up? Hallo! Seht ihr mich? Wir sehen dich! Oh, geil! Wir sehen uns, wir hören dich! Ja, mega. Ah, ich kann das Fenster verschieben. Ja! Was geht ab? Das geht ab, aber jetzt sehe ich euch nicht mehr. Das ist auch scheiße, jetzt sehe ich nur mich. Ich glaube, dein Bildschirm ist auf unserem drauf oder so. Also theoretisch müsstest du uns sehen können. Aber ist ja auch, auch egal. Kannst du es nicht verschieben mit dem Finger? Egal, ist halt Latte. Du weißt ja, wie wir aussehen. Das ist schön, euch nicht zu sehen. Ja, wir haben uns ja... Ja, gerne. Wir haben ja schon mal... Ich glaube, es ist mittlerweile 1,5 Jahre her. Da haben wir Erkennst den Song gespielt. Und ja. Das war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Du hast verloren, ne? Ja. Das. Du bist sehr sportlich und deswegen haben Dennis und ich jetzt so eher weniger, vor allem in der Corona-Zeit, ist natürlich ein bisschen schwierig, da auf seine Figur zu achten. Was sind so, hast du Tricks und Tipps, was wir machen können, um ein bisschen fitter zu werden in der Corona-Zeit? Ich muss dich enttäuschen, ich esse gerade sehr viel und trainiere nicht. Okay, dann bist du die falsche Ansprechpartnerin. Es rollt sich schon. Das ist nur Haut, das verwechselt sich. Ja, ja. Nein, wirklich. Ja, verwechselt. Nein, ganz ehrlich, scheiß drauf. Uns sieht keiner, wir müssen nirgendwo hin. Genieß es wird vorbeigehen. Dann müssen wir wieder auf die Figur achten, deswegen haut rein. Das stimmt wohl. Wie sieht's bei dir aus? Aktuell schreibst du Songs oder musizierst du in der Quarantäne? Oder wie sieht so deine Daily Routine aus? Ganz ehrlich, wenn ich keinen Hund hätte, hätte ich, glaube ich, gar keine Routine. Deswegen ist ganz cool, also mit dem Hund kommt man wirklich mal raus. Aber ja, wir schreiben Songs. Es kommt ziemlich bald ziemlich viel. Also die Zeit wird ja Gott sei Dank vorbeigehen. Es wird einen danach geben. Und deswegen, es kommen voll viele Projekte und es kommt auch ziemlich bald was. Ich darf natürlich nicht verraten. Mega. Aber es kommt echt richtig, richtig viel und auch richtig cool und voll überraschend und so. Ich freue mich voll drauf. Ihr wisst ja, ich pack immer irgendwas raus. Das stimmt. Die Leute schreiben, dass du auch auf TikTok bist. Stimmt das? Also hast du auch einen TikTok-Account? Ja, ich bin voll die TikTokerin. Ich gehe auf 500.000 zu. Ich bin Wow! Krass, was machst du denn da auf TikTok? Ja. Was kann man denn davon hier sehen? Tanzt du oder machst du auch so Sketche? Also quatschst du so nach, also bewegst den Mund zu Sketchen? Da ist alles dabei. Gerade eben habe ich einen Kopf auf den, Ball auf den Kopf bekommen. Deswegen habe ich habe wirklich gerade Kopfschmerz des Todes. Bist du von der Treppe gefallen hinter dir? Nein, ich habe einen Ball auf den Kopf bekommen. Siehst du, das kann schon gar nicht mehr reden. Aber das geht ja total schnell bei TikTok, ne? Immer sich versieht, hat ein Video, weil mal 2 Millionen Klicks, oder? Das geht irgendwie voll schnell. Wenn sich verbreitet, dann richtig. Oder eben gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass die, weil das ist ja jetzt schon, ne? Es gehen ja alle auf TikTok jetzt gerade und es geht ja voll ab jetzt in Deutschland gerade durch die Quarantäne. Haben alle Zeit dafür für so einen Quatsch. Aber ich habe das Gefühl, die schrauben auch jetzt schon schön an der Reichweite. Das ist nicht mehr so krass wie früher. Echt? Wirklich. Ja, also manchmal kann es schon noch viral gehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen gerade. Klar, wenn alle drauf springen, dann... Aber ich glaube auch, dass TikTok für Musiker ein tolles Sprungbrett sein kann, weil ja auch deine Songs von ganz vielen TikTokern genutzt werden können, oder? Das habe ich auch mitbekommen, oder wie ist das? Ja, das ist total... Seid ihr nicht auf TikTok? Nein, was sollen wir denn machen? Wir sind absolut talentfrei. Ja, richtig! Ich sollte uns doch anmelden! Das ist perfekt, ohne Scheiß, müsst ihr echt machen. Sorry, aber, es ist so irritierend, dass ich euch nicht sehen kann. Mein Fenster kann ich verschieben, aber gut, euer ist nicht. Egal. Stell dir einfach vor, dass Zwillinge auf dem Bett sitzen und mit dir sprechen. Mit mehr oder weniger. Jetzt sehe ich euch. Ah, ja. Hallo. Ich habe das Chatfenster weggemacht, sorry. Ja. Jetzt haben wir mitbekommen, jetzt fällt natürlich auch der Festival-Sommer aus. Die ganzen Konzerte werden abgesagt. Ja. Worauf hast du dich am meisten gefreut? Schon klar, Sommer und so. Ich bange jetzt gerade um die Tour. Also ich habe ja meine Tour im Herbst aktuell. Soll sie stattfinden, aber das wird schwierig. Wir wissen es halt nicht. Und vor allem, weißt du, das Ding ist halt auch, selbst wenn man sagen könnte, hey, das findet statt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so gelöst und so cool auf ein Konzert geht, wie es halt mal war. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Aktuell ist es geplant, aber ich bange natürlich. Genau, das ist es ja, glaube ich. Selbst wenn es irgendwann das Go gibt, was auch, glaube ich, jedes Bundesland von sich entscheiden muss, dann werden die Leute ja trotzdem durch diese Zeit ja auch gezeichnet sein. Es gibt natürlich auch bestimmt Leute, die sagen, jetzt erst recht, aber es wird genauso gut Leute geben, die sagen, die vielleicht Fälle in der Familie hatten, die dann sagen werden, ich gehe vielleicht erst mal in einem halben Jahr später oder so aufs Konzert. Also, und das ist es halt. Ich glaube, so viele, wie es geben wird, die sagen, ey, schade, die Tour muss dann wieder verschoben werden. So viele wird es auch geben, die sagen, ey, lass die nicht stattfinden. Ich muss mein Ticket behalten, aber will eigentlich nicht kommen, weil ich habe zu viel Angst oder keine Ahnung. Also gut, recht machen kann man es eh nicht allen, aber
Das stimmt. Egal. Es wird auf jeden Fall stattfinden. Wann es tun sein wird, wir werden sehen. Aber wir drücken die Daumen und sind natürlich in der ersten Reihe mit dabei. Komplett nass geschwitzt. Bitte. Ey, ja, ich will dein Handtuch haben. Ich will dein Handtuch haben und die Wasserflasche, wo du dran genuckelt hast. Ah. Das ist ein Deal, oder? Ah. Okay, Vanessa. Woher kommt ihr nochmal? Wir kommen aus Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Was ist in deiner Nähe? Köln. Köln. Wow, Köln ist jetzt schon fast ausverkauft. Das wird richtig geil. Tourauftakt werden. Da sind wir am Start. Dann steigen wir aufs Dach. Wir steigen aufs Dach und zünden Bengalos. Oh, ja, geil. Oh, wir lassen uns von der Hallendecke ab. Mit Engelsflügeln. Das wäre doch eine tolle Idee. Könnt ihr mal in euer Programm integrieren. So, habt ihr jetzt alle gehört? Das machen wir, ne? Okay, Vanessa. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und lass dir nicht zu oft Bälle auf den Kopf knallen. Nachher bleibt ein dauernder... Was? Ja, okay, machen wir. Deal? Machen wir. Wir machen das. Deal. Cool. Danke, okay, Vanessa. Dann noch einen schönen Tag. Tschüss. Also,